Von Freitag, dem 28. Juni, bis Sonntag, dem 30. Juni 2024, lud der Kunst- und Gartenzauber im Schloss Pichel erneut zu einem einzigartigen Erlebnis ein, bei dem über 50 Aussteller und AusstellerInnen aus ganz Österreich ihre Kunsthandwerke und Naturprodukte präsentierten. Herr Lackner, wir stehen hier vor einem wunderbaren Objekt. Wer hat das gemacht? Ja, das war mein Sohn und ich haben das eigentlich gezimmert. Das ist ein Stahlblech gemacht, das 1,5 mm Edelstahl, also mit Edelrost überzogen. Und das wird heute halt in unserer Werkstatt fabriziert, das Ganze. Wo ist die Werkstatt, Herr Lackner? Die Werkstatt ist in Wartberg im Metzte, im Gewerbepark. Herr Lackner, wie lange dauert man so ein Objekt? Ich glaube, die Rosen sind die 25 bis 30 Stunden wird die gefertigt. Also das ist wirklich Handarbeit und wird wirklich in unserer Werkstätte produziert. Das ist wirklich sehr aufwendig zu machen, gell? Eine Frage, die natürlich alle Zuschauer interessiert, was kostet sowas? Der kommt auf 1.400 Euro. Und wie lange ist die Lieferzeit, wenn man sowas bestellt? Lieferzeit ist ungefähr 3 bis 4 Wochen für so ein Objekt. Grüß Gott. Was geschieht da jetzt eigentlich? Ich bin ein Korbflechter. Korbflechter mit der Haselnuss. Und was entsteht da? Da ist Körbe, klarerweise. Aber vom Dialekt her sind Sie nicht vom Metzte? Nein, ich bin aus Südtirol. Und wie kommt man aus Südtirol nach St. Barbara? Durch Beziehungen und durch mit den Leuten redet man mit den Leuten und dann geht es halt so. Wir sind schon das dritte, das vierte Jahr da. Das ist ja ein Handwerk, das es schon sehr selten gibt, gell? Das ist beim Aussterben, ja. Das ist ja so, ist ein altes Handwerk, ganz ein altes, habe es von meinem Opa gelernt noch. Und wenn man da die Stunden rechnet, dann kann man nicht davon leben. Handwerk. Was kostet ein Korb, wenn er fertig ist, ungefähr? Würde uns schon interessieren ein bisschen. Ja, die Körbe, die da drüben stehen, bis zu 120 Euro ist der drüben. Und da ist eine, sind ungefähr so bei die 20, 25 Stunden drauf Arbeit. Dann kann man sich ausrechnen, Stundenlohn ist nichts. Aber es ist ein Hobby und ich versuche das Handwerk weiterzuführen, dass es nicht ausstirbt. Danke, wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Danke Ihnen, schöne Zeit. Herr Blumer, jedes Jahr sehen wir uns wieder. Sie sind da mit dem Honig. Da erzählen Sie uns ein bisschen was drüber. Ja, Honig geht immer, ja. Honig wird immer gern gegessen und man hat ja selber Freude damit, wenn das Jahr wieder passt und wenn es wieder Honig gibt für die Bienen, ja. Und durch das schätzen, unsere Kunden schätzen das auch sehr, wenn sie jetzt da eine Möglichkeit haben, einen Honig aus der Region da erwerben zu können, ja. Wie viele Bienenstöcke haben Sie? Ja, ich habe so 30, 40 Bienenstöcke immer, was ich aber eigentlich als Hobby für mich betreibe, ja. Und das macht Freude. Es macht natürlich auch viel Arbeit, aber es macht Spaß, ja. Man ist natürlich immer damit beschäftigt, das ganze Jahr über. Man hat im Winter viel Vorbereitungsarbeiten, aber trotzdem, man muss eine Liebe dazu haben und das passt. Und dann hat man auch Freude, wenn man einen gewissen Erfolg hat und wenn man einen Honig zum Verkaufen hat. Goldmedaille sehe ich da beim Waldhonig. Ja, das sind die Bewertungen steiermarkweit, ist da von der Steiermark, da drüben, das ist von Wieselburg, gibt es immer die alljährliche Bewertung, die Honigbewertungen. Und das taugt dann halt dann immer, wenn man da Erfolg hat und sieht, dass man bei der Qualität am richtigen Weg ist. Wir sind jetzt da in Ihrer Ausstellung, Demenz, Wald, Therapie und Prävention, Waldspaziergänge. Was kann ich mir darunter vorstellen? Ja, dass Demenz, kranke Menschen eigentlich im Wald Therapie und Prävention durch Waldspaziergänge finden können. Ja? Wenn man mit ihnen in den Wald geht, kann man vorbeugen oder kann man eine Therapie machen. Ja? Wie schaut die Therapie aus? Was kann man darunter vorstellen? Sie können sich darunter vorstellen, dass man einen Waldspaziergang unternimmt, bei Bäumen stehen bleibt, etwas für das Gedächtnis macht, etwas für die Orientierung macht, etwas für das Erinnerungsvermögen macht oder auch für das Urteilsvermögen macht. Also im Wald kann man therapeutische Sachen machen, dass demenzkranke Menschen, die sich in irgendeiner Stufe der Demenzkrankheit befinden, diese Stufe ein bisschen hinauszögern können. Erzählen Sie uns ein bisschen, was heute passiert. Ja, wir haben wieder die Kunst- und Gartenausstellung, die von der Familie Lackner organisiert wird. Wir stellen das Schlossgelände zur Verfügung und freuen uns, dass das von vielen, vielen Hunderten von Personen
besucht wird. Ergänzend haben wir im heurigen Jahr uns auch was überlegt von Seiten der Forstlichen Ausbildungsstätte Bichl, nämlich eine Sonderausstellung zum Thema Wald und Gesundheit. Eine wichtige Frage, was mich interessieren würde, wie lange gibt es die Gartenausstellung schon hier in St. Barbara, in Ihrem Schloss? Also ich denke schon ein paar Jahrzehnte. Ich schaue weniger zurück, eher nach vor. Deswegen die genauen Jahre kann ich leider jetzt wirklich nicht sagen. Aber das, was die Zukunft uns bringen soll, ich bin jetzt noch 5 Jahre Leiter der Forstlichen Ausbildungsstätte Bichl und so lange gibt es es einmal sicher. Was mein Nachfolger dann machen wird, das schauen wir. Herr Bürgermeister, die 16. Gartenausstellung hier in St. Barbara, wie wichtig ist das für St. Barbara und für den Ortsteil Mitterdorf? Also die Gartenausstellung ist für St. Barbara enorm wichtig, weil wir an einem Wochenende wieder zigtausend Leute von der ganzen Gegend, von ganz Österreich eigentlich zu uns in Ort kriegt, den wunderschönen Park vom Schloss Bichl herzahlen kann und natürlich die Aussteller, ihre Kunstwerke, ihre Blumen, die Weine etc. alles präsentieren können und an den Mann bringen können. Wir haben beim Rundgang schon einen Südtiroler hier erleben dürfen, beim Korbflechten. Wirklich also sehr interessante Berufe werden auch hier vorgestellt. Ja, also bei der Gartenausstellung sind auch immer die interessantesten Berufe, die ältesten Berufe auch mit dabei. Handwerk ist alles dabei, Kunstwerk ist dabei, aber auch Gärtner sind mit dabei und das macht diese Gartenausstellung einfach so einzigartig. Und wahrscheinlich auch sehr viele Aussteller von der näheren Umgebung. Ja, natürlich. Also es sind unsere Künstler, unsere Aussteller vom Ort, von der Region. Und wie du sagst, bis Südtirol sind die Aussteller und die Handwerker da. Diese außergewöhnliche Veranstaltung, die seit über einem Jahrzehnt im malerischen Schlosspark stattfindet, bietet den Besuchern eine vielfältige Auswahl an Kunstwerken, Pflanzen und dekorativen Objekten für Haus und Garten.